Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben eine Nachricht gekriegt von... Ich weiß es nicht. Nico, hast du schon was von deinem Freund gehört? Geh zum Twat-Internet-Café und check deine E-Mails. Rom. Okay. Das war also Roman. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt hier wunderbar hergefahren bin, kann ich gleich wieder wunderbar zurückfahren. Ihr könnt natürlich auch zu Mallory gehen, aber eigentlich habe ich... Nee, falsche Richtung. Muss noch weiter nach hinten. Eigentlich habe ich mehr Bock, mit dem Internet-Café zu machen. Und ja, in der letzten Folge wurden uns das Apartment abgefackelt. Das habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Und Romans Taxi-Unternehmen wurde auch abgefackelt. Alles nicht so nett. Und deswegen sind wir jetzt hier in... Ich habe keine Ahnung, wie die Insel heißt, aber auf jeden Fall sind wir da. Und ja, das ist, was man noch sehen kann. Zack. Danke, mach's gut. So, wir werden uns mal wieder das Twat Internet Café markieren, weil ich keine Ahnung habe, wo wir lang müssen. Ist so ein Standardding von mir. Das Auto ist so recht schnell, ne? Das kommt gut aus dem Knick. Ich glaube, langsam gewöhne ich mich echt an die Autos. Das wäre halt wünschenswert. Tudu. Lass mich durch diese Stadt fahren! Okay, ich muss bremsen. Ich muss zu weit lenken. Ja. Nee, doch, das Auto gefällt mir. Das ist schön schnell. Brucey ruft an. Was geht ab? Nick Gang, we gotta talk serious. Alright, man. If you want my advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants. How many times I have to tell you, homie, my balls are golden, okay? I want to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in clubs, everywhere. You need to control your cousin, bro. Roman's a grown-up. He can look after himself, Brucey. He's getting involved with some serious cats, homie. I might think twice about dealing with, and I'm one dangerous motherfucker, okay? Is put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more interested in cards than chasing pussy, and that ain't cool, you dig? Sure, Brucey. Thanks for the heads up. Okay, Roman hat also Zockerprobleme. Natürlich können wir da was machen. Aber wie gesagt, erstmal... Nico, Roman's cousin. You've made my day. Thanks. Good to see you too. Ach, die sind so nett zu mir. So, was haben wir denn? Oh, guck mal, zwei Mails. Gucken wir mal. Einmal Brucey, der ein Auto haben will. Und French Tom. Hallöchen, gerade sah ich, dass du dich für mich interessierst. Stell dich hinten an. Ehrlich gesagt wird mein Posteingang ständig voller, seitdem ich die Anzeige aufgegeben habe. Ich habe Unmengen an Absagen erteilt, bis ich dich gesehen habe. Aber du siehst nicht aus wie die anderen Kerle. Tja, du scheinst weder arm noch fett zu sein. Das ist doch ein guter Anfang. Ich bin viel zu gut für diese Loser. Jetzt mal ganz im Ernst. Wie wär's, wenn du zum 90. in der Homebeat... Bring bitte deine Brieftasche mit, denn du zahlst. Ich trage eine rote Rose. Ich bin da meist gegen 12 Uhr. Ich weiß, wo das ist. Wir treffen uns dann da, Nico. Mhm. Okay, 12 Uhr am Samstag. Was haben wir denn heute für ein Dach? Wir haben Samstag. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, aber da irgendwo zu irgendeinem Dinner. War das das hier? Das wäre ganz schick, wenn das wäre. Termine oder Treffen werden automatisch in den Organizer. Treffen mit French Tom. Lesen. Was andere kann ich nicht machen? Ich würde gerne wissen, in welches Restaurant ich jetzt muss. Das wäre ganz sinnvoll, weißt du? Vor allem an einem Samstag. Wer will denn bitte schön an einem Samstag auf ein Date gehen? Macht man. Was weiß ich wann. Nicht jetzt so. Ich glaube, das war das Dinner hier, ne? Bin mir aber unsicher. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt noch bis 12? Soll ich einfach schneiden, bis ich dann sicher bin, dass das richtig ist? Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Ich meine, ihr könnt so noch ein bisschen hier rumfahren und irgendwelche Sachen kaputt machen, aber das bringt euch ja nichts. Ne, besser dann schneide ich. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann wird hier gesnitten. Auf Wiedersehen, bis gleich.
Leute, guck mal hier, da ist ein kleines süßes Herzchen. Da wollen wir hin. French Tom ist noch nicht da, warte im Dinner. Na ja, klar. Können wir wohl mal machen. Out of the closet. Teil 2 oder so. To turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Do you know Gay Tony? Runs Hercules and Maisonette 9? I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor guys. Is that why you borrow money that you can't pay back? What are you talking about? How the fuck do you know? You got a bad knee or something? Hey man, they got cutlery here. You need to bring the... Gut, ich denke, der ist hin. Hast du ein kaputtes Knie oder sowas? Fragt er. Alter, was zum Fick? Alter, die schießen auf mich. Die wollen mich töten. Das ist nicht cool. Okay, und schön noch. Leute, das war echt nicht schön. So, immer ganz kurz hier raus. Fuck. Hier lang. Geht mal bitte weg. Kann ich gerade nicht gebrauchen. So, hier ein bisschen hoch. Bisschen zu weit hoch. Jetzt ist der dadurch gestorben, ey. Oh. Natürlich kann ich's nochmal machen. Ist ja wunderbar. Ey, wie kann man denn so dumm sein? Weißt du, kommst raus, kriegst du erstmal nichts mit der Schrotflinte? French Tom ist im Diner. Ja, fick dich. Wir sterben. Ey, voll zum Kotzen. Ich meine, gut, vielleicht ist jetzt eine neue Sequenz, die wir sehen. Wenn wir halt da ankommen, aber... Sicher bin ich nicht. Ach, guck mal, wo er sitzt. Hey, are you my date? Okay. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. Ja, lass komm jetzt, lass mich aufstehen. So, Nico, you got a bad knee or something? Ja, kann man so sagen. Wie ich nicht treffe. Ach, jetzt habe ich keine Polizisten am Sack, ja? So. Sackfresse. Warum schießt der denn jetzt auf mich? Okay, wir haben uns definitiv ziemlich viele Kugeln für ihn eingefangen. Okay, ich habe jetzt rausgefunden, wie man sich ein Taxi ruft. Kam zwar gerade eben schon, aber... Wozu denn die Kinokamera dafür? Oh, guck mal, da ist ein Auto frei. Das würde ich ganz gerne nehmen. Das sieht doch ganz schick aus. So, jetzt könnten wir Mallory und Brucey noch eine Mission machen. Ich denke, jetzt ist endlich die Zeit gekommen, dass wir für Mallory was machen. Die Ute hat es verdient. Obwohl, Brucey wäre am Start hier. Okay, machen wir eine Ausnahme, weil wir gerade hier sind. Machen wir doch noch eine Brucey-Mission. Man muss ja auch gemacht werden, also warum nicht, wahr? Der gute Bruce! Wow, was eine wunderbare Cover! Damit habe ich nicht gerechnet. Was können wir denn bloß hier tun? Hi Brucey, was geht ab bei dir? Hey, Brucey, what's up? Hey, Nico,
show me the love, man hug time. Enough, all right? Whoa, what are we about here, you and me? I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling, check. Bodies, check. Paper, check. That's how we roll, bitches. The boss. Are you all right? Too much bullshark testosterone up the ass? Fuck you, man. Hey, check this out. Lenny! Lenny! Is the bitch ready? Well, she's very shiny. Look at her and weep tears of pure gold. Motherfuckers, come on now. Let's go show some people. Na, schick das Auto. Yeah, alright, come on, get in. Come on, start you. Pure gold, eh, big man? Lenny, you're a fucking asshole. What is this? What is this? You tune to yourself. Well, what should I do? I mean, I need a flashy car. People are gonna think I'm a no-nut bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Yes. I'll call him on the way. Nico, can you drive us to Freetown Avenue in Willis? Yeah. Come on. Let's roll, bitches! Woo! Ja, Mann. Alter, das Auto hat gerade gequalmt. Das ist ja auch nicht gut, ne? Nicky, we need some wheels. Ja, guck mal hier. Ich bin gerade mit ihm hergefahren. Wie wär's, wenn wir das einfach nehmen? Hol den Rennwagen. Und das Schlimme ist, wenn wir den Rennwagen geholt haben, müssen wir wahrscheinlich nur ein Rennen fahren. Nico, man, excuse me, but I gotta make this call to tell this guy we're borrowing his car. Stevie boy, how's tricks? No, man, you can spot me. Yeah. For sure. Right, listen, man. Alright, listen, me. Me and my ice cold friend Nico gotta borrow your car. No, no, no. The other one. Well, of course it'll be cool. What? It's outside? Great. Love you, man. He's fine with us taking it? We won't have an incident like the last time I got the car for you? No way, man. That was a one-time only, baby. Me and Steve, you're tight. Okay, tighter than that. Tighter than... Shit, I was gonna say my hand, but I think you know that nothing's tighter than this shit. Yeah, wanna feel? Thanks, but I got my hands full. God, this is exactly the type of shit you and me should be doing. Cruising for bitches, destroying a town. You and me could be doing some serious damage, like a nuclear bomb up in this shit. But a sexy bomb, you know? A bomb that only affects girls with D-cups, tight asses, blonde hair, no cellulite, and tan. Yeah! Right. I don't know if I get your meaning, but we can hang out sometime. Oh, werden wir jetzt Freunde? Das wäre ja schick. So, und da steht unser Wagen schon. Das gelbe Ding, was aussieht wie ein kleiner Frosch. Irgendwie erinnert mich das Auto an einen Frosch. Sweet! Natürlich, Fahrecke. Begib dich zum Start des Rennens. Ich bin natürlich erstmal in die falsche Richtung gefahren. Oh, fuck. So, when we get there, will you be driving? No way, man. I'm just here to look good. Me and you are cruising together. That's how we roll. Passenger side, flexing the guns, scoping the chicks, flashing the bling, pumping the sounds, riding shotgun while my boy Nico pulls off some badass Red Army, pedal to the metal, skin of your teeth, burnt rubber moves. Am I right? Is that our style? Because I think that is how we roll up in this shit. Man, I am fucking pumped today. Okay, bist du bereit, Bro? Dann lass uns jetzt ein Rennen fahren. Wow, this skin looks really rough, man. You had some help? A little botulism special there? I like that, homie. You want a shot when we get back? I'm fine. Okay. Ich bin schlecht in dem Rennen. Kann ich euch jetzt schon sagen. Weil ich, wie gesagt, mit den Autos nicht klarkomme. Und die sich gegenseitig hart hassen. Wir dürften wahrscheinlich ein ziemlich schnelles Auto haben. Ja. Ja, definitiv. Aber dennoch muss man klarkommen mit der Steuerung und so ein Shit.
Wuhu! Ah, komm, das reißen wir. Das reißen wir ganz hart. Wenn wir uns nicht irgendwie dumm überschlagen, dann klappt das. Und ich hoffe, wir überschlagen uns nicht dumm. So, hier schön vorsichtig in die Kurve. Oh, so fährt man Rennen, Leute. So fährt man Rennen. Schön im ersten Gang. Echt, wir fahren schon seit 40 Sekunden? Quatsch. Ich habe so auch die Startsequenz mitgezählt. Baum, 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 baum. Da möchte ich nicht gegen fahren. Wie? Scheiße, sind Drecken. Der war gerade nicht so perfekt, aber wir sind der Erster. Also, warum sollten wir uns beschweren? Warum sollten wir uns aufregen? Kommen wir ganz gut klar gerade. Aber trotzdem würde ich hier nicht noch mehr Rennen fahren wollen, weißt du? So, wieder bremsen. Mhm, so ist schön. Einfach fahren, Leute. Einfach fahren. Was andere kannst du eh nicht machen. Ah, da ist schon ein Ziel. Da läuft doch. Da hinten kommen die erst, ne? Easy. Intense. Intense. I fucking love you, man. Number one. Good driving. How do I look? Pretty good, right? Yeah, pretty good. Take me back to my apartment, man. I'm feeling jacked. I want to hit the weights. Now. Okay, ja, so viel pumpt der Gewichte stemmen. Natürlich bringen wir ihn nach Hause. Da können wir doch ja nicht anders. Außerdem können wir dann vielleicht ein cooles Auto behalten. Magic fingers. They only touch prime engines, hot models, no cellulite. Okay, VIP only. Read my lips. I'm a winner. And when they touch, shit, they work some serious magic, bro. What is it that you do, Brucey? Are you a mechanic? I don't get it. I'm a businessman, an entrepreneur. I make shit happen. Sure, but you seem kind of legit. Why you need guys killed? Of course I'm legit. Have you seen my delts? That shit is as legitimate as it gets. What about these guys you need killed? Fuck, Nicky. You know Brucey. He's number one. It's lonely at the top. Sometimes the juice, it just takes control. Okay, red mist descends, and I need shit to happen to people. Are you talking about fucking roid rage? Is that why I killed those men? Oh, they were bad cats, Nicky. Maybe the juice meant I wasn't as patient as I should have been. But you know, as a businessman, I can't let people get away with shit. I need to be firm. Look, Brucey, I like you, and I think we should hang out, but I don't want to work with you no more. I can't go around fucking people up because you've overdone it on the juice. Oh, all right, Nicky, man, I'm feeling you, okay? You don't want to let our business thing get in the way of our personal relationship. That's all good, man. Cool. Okay, dann fahren wir jetzt rein. Nicky, I feel like we really bonded back there. Close to you, man. You let me inside. You let your armor down, you know? We had a moment, man. Call me, and we'll hang. Sure we did. Brucey ist komisch. So, dann würde ich jetzt sagen, fahren wir aber wirklich zu Mallory. Weil 8 Minuten haben wir noch. Vielleicht kriegen wir da irgendwas hin. Und dann sind wir sowieso gleich beim Haus von uns, jedenfalls in der Nähe, und dann können wir da unsere geile Karre abstellen, dann steht die da vor und vergammelt. Weil, wenn ich sie für eine Mission benutze, ist sie sowieso weg, von daher. Und damit holen wir das nächste Mal Michelle ab. Die wird sich freuen. Das Ding ist echt schick. Der kleine Version. Wow. Ich hoffe, ich kriege die Karre da heil an. Entweder die Karre oder Ecke. Irgendjemand wird kaputt gehen. Das sag ich euch jetzt schon. Eine Nachricht von Brucey. Hab über dein heißes Date auf der Liberty Tree Website gelesen. Alter, da hieß es, du sähst alt aus. Du musst das dagegen tun, Alter. Ich lasse mich die ganze Zeit spritzen. Es muss dir nicht peinlich sein, gut auszusehen. Wow. Nein, Brucey, danke. Ich möchte mich nicht spritzen lassen. Oder Nico möchte sich bestimmt nicht spritzen lassen.
Darum bleib mal weg mit deinen Vorschlägen. Alter, die Kurve ist zu eng. Die Kurve ist zu eng. Wisst ihr, das ist so eine scheiß Schnellstraße. Dann ist die Kurve so eng. Kann man noch nie lachen hier. Ja, da kann man nicht lachen. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. So, okay, Polizeiauto. Die kommen ja so vorbei. Also fahre. Ah, müde, ey. Ja, schmeiß rin. Fahr weiter. Jetzt komm Icke. Flop. Dankeschön. So, und jetzt können wir losbrösen. Bis nach da hinten. Und dann müssen wir auch schon wieder hart abbremsen, weil wir uns sonst überschlagen. Aber so ist das Leben, Leute. Manchmal muss man tun, was man tun muss. Und wenn es manchmal bloß bremsen ist. Zum Beispiel jetzt. Ne? Dann können wir ganz sachte runterfahren. Und rum. Klappt doch. Oh, guck mal, da steht dasselbe Auto. Wollen wir uns den auch mal hinstellen? Das wäre vielleicht eine Idee. Guck mal, wenn wir den hier stattdessen wegschieben, stellen wir uns hier hin. Sehr schick. Und dann nehmen wir uns den da, der nun definitiv derselbe ist. Na los, komm. Puh. Da hinten steht der gleiche. Wie viele Autos gibt's denn hier von? Ich dachte, das ist so ein Kackviertel. Der in Rot sieht ja auch nicht schlecht aus, aber das ist leider nicht meiner, den kann ich nicht behalten. Außer er will mir jetzt aufs Maul hauen, dann behalte ich sein Auto. Ne, der hat gerade eine Lampe auf den Kopf gekriegt. Oh, gut. So. Weh, du schiebst mein Auto weg, Alter. Weh, du schiebst mein Auto weg. Ich töte dich. So. Dann müssen wir mal gucken, ob wir jetzt in das Auto rein können, ohne dass die Polizei uns ankackt. Ja, das klappte sehr schön. Dann geht's ab zu Mallory. Die gute Dame. Möchte sich ja sowieso mit uns unterhalten. Mal gucken, was wir da tun können. Den knüppeln wir um. Puff. Oh, den haben wir richtig schön drüber geknüppelt. Wie so eine Käsereibe, wisst ihr? Und runter von der Bank. Ne, vom Tisch. Das war ja ein Tischchen. So, Mallory, hi, bin da. Ja, hallo, Mallory. This is the one, man. We're gonna get a really nice shot of them. It's gonna be beautiful. I mean, you caught them, these moves. I know. But we wanna make sure that we see them. Okay, well, we wanna see you. Just film it, man. Okay, well, just keep looking at me, but stand over there, okay? You've been here? Yes, 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 yes. Very cool. Good. Okay, yeah, go. Beautiful, beautiful. All right. You ready for this? Yes, I am. Turn this way, please. Turn this five, way. Five, yeah. Six, looking at seven, me. And eight. Good, good, good. Right over here. Let me see you work. This way. Yes, good, good, perfect, cool, cool, cool. So how do I look, man? You look good. Do I look gay? No, not at all. It's a very manly kind of dance. Okay, so here we go then. Yeah. See, it's the streets, man. But people gotta understand the struggles. For real, you know what I'm saying? They gotta understand the struggles. Yeah. Oh, hey, Nico. This is my boyfriend's cousin. The guy I was telling you about, Nico. How's my Roman doing anyway? For a guy who just lost his home and his business, who now has a price on his head, pretty good. I love his optimism. So, Nico, this is Manny. Hi, Manny. Hey, yeah. What's up, man? Streets, man. Right, this is right. The guy I told you about who beat up all those thugs in Broca. Yeah, great. Listen, Mallory, would you give us a little space, please? All right. Okay, yeah, great. So, you know, streets take no prisoners, right? But, you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs, you know what I'm saying? Okay, and yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother. We're gonna clean them up, you know? Yeah, right here. Turn around, man, right here. Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets of Boan. Yeah, turn that off. These street wait, criminals are trying to reform their neighborhood. Wait. Hey, please, hey, hold on a doing? Second. Hey, what? Manny! Sorry. Okay, everyone, that'll be all for today. That was great. Thank you very much. That'll be all for today. Thanks a lot. What are you doing? What are you saying? We gotta get some of these dealers off the streets, man, you know? And I want them to know it was me, man. Fine. Just don't point the camera at me when you're doing it. Well, that's my testimony, man. Look, brother, would you help, please? Look, I got money. I got money. In which case, you've got help. Good. All right. Hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's no good? Just don't even... All right, okay, well, listen, look, here's what we're gonna do. We're gonna get all these dealers up the streets, and we're gonna kick their ass, and they're gonna know it was me. We need a car if we're gonna clean these streets. Ja, ich hatte einen Wagen. Ich weiß nur nicht, wo der steht. Vielleicht hier auf der Straße. Guck mal, da ist unser Auto.
Steig mit Manny in einen Wagen. Ja, nichts leichter als das. Last I heard, these dealers was up on Grand Boulevard. Let's go take a look, man. Und suche mit Manny den Dealer auf. Joa, kann ich machen. Alles klar, da sind wir wieder. Dam, 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 dam. Mallory is tight, huh? She and your cousin is together now. I love that girl, man. I love her, man. Your cousin better not be messing with her head. You're gonna propose, right? He's gonna make an honest woman of her, right? I think that's as much of a decision of Mallory's as it is. The dealer and his drug wagon are up there. Pull up behind and we wait. I don't know if he's grown up enough to make a good husband. What's it to you, anyway? I didn't know you and Mallory was that close. Shit, man. Manny's close to everyone who grew up in the streets of South Bohan, man. They're my people, alright? Sure. Okay. Ihr seht seine People, Joe. Was passiert? Oh nee, muss ich den jetzt verfolgen? Nee. Guck dir doch meine Scheißkarre an. Kann ich doch nicht verfolgen. There he be. We got to follow him to them other leeches, man. They be sucking the damn life out of these streets. Folge dem Dealer zum Treffpunkt. Lass ihm nicht wissen, dass du ihn verfolgst. Ja klar, dann ruft Roman uns an. Da ruhig drückt er wieder aus Versehen auf die Hupe und BÖÖ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 Ö
Hätte ich lieber zur anderen Seite rumgehen müssen, das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. So ganz vielleicht. Ja, wir hätten anders rumgehen müssen. So, dann drücken wir mal ganz auf die A-Taste, sodass er rennt. Auch wenn sie so ein bisschen kaputt ist. Da, guck mal hier. Da wollen wir, glaube ich, rennen. Falls. Genau, hier gibt es keine Leiter oder so ein Shit, dann müssen wir hier rauf. Ja, dann wäre es sinnvoll gewesen, wenn wir andersrum gegangen wären. Aber da können wir jetzt hier nicht tun. Da können wir einfach nicht tun. Und da hinten ist jetzt so ein kleines Brett, wo wir rüber können. Mich nervt das, dass die A-Taste kaputt ist. Ich glaube, ich hole mir bald einen neuen Controller. Und dann werden wir glücklich. So, jetzt können wir aufpassen. Manny! Wenn die Straße eine Tür schließt, macht sie irgendwo ein Fenster auf. Steigt da ein. Woher wisst ihr denn, dass die Tür zu ist? Ich bitte dich. Da ist eine Waffe. Die wir nicht nehmen können, weil wir eine fucking Uzi haben. So, die Frage ist, welches Fenster ist jetzt offen? Das da hinten, das sieht irgendwie so anders aus als die anderen. Ja, guck, da ist das Fenster offen. Ist die Frage, ob wir von hier aus schon jemanden abschießen können. Ina zum Beispiel. Hä? Ah, von wo? Von wo? Ich würde halt lieber Leute schon von hier oben ausschalten, bevor wir von hier unten machen. Ja, Waffe sofort wechseln und so Shit. Ich treffe den nicht, wa? Au, das war super. Hat geklappt. Um eine Waffe sofort auszurüsten, kannst du schnell wechseln. Halte LB und... Hä? Ja, ich drück da LB und... Ah, okay. Cool. Es ist die Frage, wie gehen wir da jetzt am besten drin, ohne dass wir hart aufs Maul kriegen. Weil ich weiß halt nicht, von wo die Typen kommen. Wenn ich jetzt einfach runterspringe, kann ich da sofort tot sein, oder? Okay, hier ist jetzt erstmal keiner, ne? Die Tasse war da zum Deckung gehen. Okay, der ist weg. Hier. Auf den muss ich aufpassen. Ja, immer getroffen, sehr schön. Aber der kommt wieder. Der kommt 100 pro wieder. Der ist nämlich noch nicht hin. Auch wenn ich ihn gerade nicht sehe. Aber wenn der aufsteht, tut's weh. Auf jeden Fall. Let me live, yo. Okay, der hat auch aufs Maul gekriegt. Okay, warte. Huh. Der ist weg. Da muss ich gucken, ob ich da hinschießen kann. Huh. Okay, okay. Hat geklappt, hat geklappt, hat geklappt. Der da hinten macht mir noch ein bisschen Sorgen. Oh, hier da oben. Boom, den habe ich den Cappy vom Kopf geschossen. Boop, 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 boop. Okay, weiter geht's. Wäre nur sinnvoll gewesen, wenn die Gasflasche auf dem Stablader irgendwie explodiert wäre, aber manchmal hat man kein Glück. Okay, heißt, wir haben jetzt noch zwei Leute. Wir haben hier ihn und wir haben da ihn. Sollte doch klappen. Push me, push me. Sagt er sonst immer ganz gerne. Der gute Mickey. Lass mir doch nicht von dir abschießen, du Arsch. So. Der ist weg. Dann ist jetzt nur noch er da dran, ne? Easy. Gib mir bitte Muni. Warum haben wir denn immer noch Leute? Ach, guck mal hier. Verbandskasten. Den nehmen wir doch gerne mit. So, verlasse das Lagerhaus. Wie verlasse ich das Lagerhaus? Ah.
Muss auf den Türknopf schießen, na klar. Mhm. The fearsome street warrior stands outside the site of another gangland massacre. That's right. Oh, cut. What? Okay. What? Oh. Could you walk out of there just one more time? We need to get the shot just right. Oh, yeah. Yeah, that's a good idea. I can put my foot through your face if you'd like. I don't mind doing that again and again till I get it right. Easy, Nico. Hey, did it look good? Huh? Was it a good mixture of that sadness and resolve? You looked great. Great, yeah. Let's do it. Okay, from the top? Yeah, right here. Wait, where are you going? Right. More senseless death and the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Manny Escobar. That's right. Follow me. We'll be prepared. Street life ain't pretty. Was ein verrückter Dude, aber er zahlt uns 1000 Kröten. Das finde ich in Ordnung. So, jetzt haben wir hier kein Auto auf den Straßen, das ist schade. Aber die Folge ist sowieso zu Ende. Jetzt sind es schon fast 40 Minuten. Mensch, Überlänge, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange hinter dem Google-Auto hinterherfahren muss. Aber gut, freut euch, freut mich. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Dann geht's weiter mit Manny. Tschüss.